Und damit herzlich willkommen zum Freitagabendspiel hier im Niederbaustadion der FC Eilenburg. Empfinden den FC Energie Cottbus. Am Ende hieß es 1:3 für die Gäste. Und ich freue mich, dass ich meine Trainer wieder begrüßen darf. Zum einen Peter Wollitz von Energie Cottbus und natürlich Sascha Rieger vom FC Eilenburg. Ja, kann man jetzt schon mit Ihnen anfangen? Ich freue mich, dass wir uns nach 2 Jahren wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie haben Sie das Spiel heute hier erlebt? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, dass wir den Sieg sehr, sehr teuer bezahlen. Das ist mal das eine, dass unser Kapitän ein Fixpunkt des Spiels, sehr wichtiger Mensch, auch in der Kommunikation mit dem Staff, mit dem Club, bleibt hängen, knapp. Wird wahrscheinlich ein Kreuzbandriss sein und dann in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen. Muss man sagen, das wird dann sportlich für Energie Cottbus für uns ist nicht zu ersetzen. Wir können auf diesem Niveau Außenverteidiger nicht 2, 3 Spieler verpflichten. Aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen ist das ein sehr teurer Sieg zur Mannschaft. Ich glaube, dass die Mannschaft eine Entwicklung macht, die sehr gut ist. Sie spielt sehr diszipliniert, sie spielt unglaublich geordnet. Ich glaube, dass ich heute, ich habe ein fantastisches Mittelfeld gesehen mit Jukel aus dem eigenen Nachwuchs, Tobi Hassel, polyvalenter Spieler. Deswegen haben wir unter anderem auch nur 18 Spieler, weil er mehrere Positionen spielen kann, immer auf Top-Niveau. Ich habe immer gesagt, wenn Putze gesund ist, einen guten Rhythmus, dann spielt er einen Sechser. Für mich überdurchschnittlich. Timmy Thiele, wenn er gesund ist und hier angekommen ist, spielt er taktisch das sehr, sehr schlau. Tim Heike hat einen Lauf, Heilbauer hat eine Waffe, hat einen linken Fuß. Und diesbezüglich war es wichtig, Geduld zu haben. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gut diese Box besetzt gehabt. Wir haben sie zwar besetzt gehabt, aber nicht gut in der Positionierung. Diesbezüglich hätten wir vielleicht den einen oder anderen Druck mehr aufs Tor kriegen können. Das war nicht gut. Und dann mussten wir die Schlüssel war im Gegenpressing, dass wir da nie Räume aufgemacht haben, dass wir immer schnell attackiert haben, dass Eilenburg keine Zeit hatte, was zu inszenieren. Man sieht, dass sie das haben und das habe ich auch im Vorfeld gelobt. Sie versuchen immer hinten rauszuspielen, sie haben immer die Überzeugung, dann übers Zentrum in die Verlagerung zu kommen mit Fußball und dann glauben bessere Spieler, wir brauchen nicht kompakt sein, wir brauchen keine Zweikämpfe nehmen und diesbezüglich, das haben wir gemacht, war es ein Stück Geduld, aber es war auch die Überzeugung, dann über die Distanz zu kommen. Ich glaube, dass wir danach der Halbzeit zwei sehr gute Reingaben hatten über unsere linke Seite, wo es dann auch Ball entfernt gefährlich hätte sein können. Aber man hat nicht immer den besten Tag und von daher haben wir dann die Standards genommen. Der hat ein feines Füßchen. Wir wussten immer, wenn er gesund ist und regelmäßig trainieren kann, ist er möglich. Auf der anderen Seite ist er für mich auch ein Stück verschenkt auf der Außenbahn. Nur wir hatten dieses Problem, 2 Wochen Urlaub, 4 Wochen Vorbereitung. Wir konnten nicht so in dieser neuen Systematik arbeiten und deswegen haben wir uns auf diese Prinzipien verlassen. Ich glaube, dass er noch mehr Druck für den Gegner machen könnte, wenn man 2er-Sturm spielen kann. Ist aber nicht möglich. 2-0 dann auch gut zu Ende gespielt. Ich weiß, dass diese Reklamation, das ist Emotion, das gehört auch dazu, das finde ich auch gut. Deswegen mag ich das ja auch so, weil es einfach ehrlich ist. Aber aus meiner Sicht war es ein absolut reguläres Tor. Nur dann sieht man nach dem 2-0, Hasse hatte Gelb, haben wir heute genommen. Putze wollten wir nicht schon wieder in so eine Situation bringen, dass er vielleicht noch mal einen langen Sprint sich verletzt. Haben wir gewechselt und dann waren wir 2-0 sicher. Eigentlich eine Torschussaktion geht dann rein und dann kann das Spiel nochmal heiß werden. Gott sei Dank haben wir es 3-1 gemacht. Ich sage nochmal Disziplin, Geduld und die Überzeugung, geordnet im Gegenpressing zu sein, gute Restverteidigung zu haben, ist das aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg. Vielen Dank dafür. Sascha, das Ergebnis hat andersrum, 1:3. Wie hast du heute die 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal schön hier zu sein, hallo zusammen. Beste Genesungswünsche im Krankenhaus, weil das brauchst du einfach nicht. Braucht keiner. Und ja, Glückwünsche, du hast es am Ende gesagt, zum hochverdienten Sieg, definitiv. Und ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Grundsätzlich habe ich erstmal auch der Mannschaft ja vorher gesagt, Cottbus hat halt die Wahl.
Plus hat sich richtig entschieden und sie haben sich so entschieden, dass sie uns verdammt ernst nehmen und absolut strukturiert, absolut sauber, das Ganze mit einem extrem hohen Niveau, natürlich individuellen Niveau, auch einen ordentlichen Männerfußball wirklich uns angeboten, entgegengekommen und runtergespielt, sodass wir halt einfach heute, und so ehrlich bin ich, die Lösung nicht gefunden haben. Wir haben es probiert, wir haben auch ein bisschen was umgestellt, ein, zwei Positionen angepasst, andere Räume zu finden, weil sie ja schon eher auch statisch sind im Pressing, also da findest du schon Räume, aber dann waren sie auch dort auf Zack, haben immer gute Kommandos bekommen, haben uns immer wieder gestört und dann muss man auch ehrlicherweise heute sagen, wir hatten jetzt glaube ich mit Ball, also individuell technisch, nicht unseren besten Tag, ich glaube es ging viel, viel weg und gerade die Bälle dann über die Stürmer drüber, die wir auch wollten, deswegen haben wir so oft gespielt, haben wir nicht gut angenommen. Und die Spielfortsetzung sollte die Linie lang sein. Ich habe nicht einen Ball gesehen. Und dann haben sie es dann verteidigt oder wir haben es einfach zu unsauber gewesen. Und von daher, das geht völlig in Ordnung. Ich bin dann trotzdem froh und stolz auf die Mannschaft. Andere Teams kriegen dann vielleicht hier richtig einen auf die Mütze. Das haben wir wiederholt nicht bekommen. Auch wiederholt gegen ein super Team nicht bekommen. Und das ist wichtig für den Kopf. Ja, weil keiner ist morgen mehr traurig. Ich glaube von euch Fans nicht. Von den Spielern vom Staff ist morgen keiner mehr traurig, dass du den Energy Cottbus verlierst. Am Ende die Punkte, die uns vielleicht, die vier Punkte, die ich sage, die wir hätten mehr haben müssen, die haben wir in Luckenwalde letzte Woche einfach da gelassen. Ne? Wir haben aber auch da nicht verloren, das ist auch wichtig. Aber die Punkte waren es nicht heute. Und von daher alles Gute für euch und eine gute Heimfahrt. Und ja, vielleicht ist ja ein bisschen Glück dabei und so schwer ist er nicht verletzt, aber es sah nicht gut aus. Gibt es Fragen aus dem Raum? Wenn hier nicht so ist, Herr Wollens, auch wenn es die Situation jetzt vielleicht nicht wieder macht, aber Sie haben vor zwei Jahren hier eine Pressekonferenz gegeben, die heute noch spruchreif ist in Altenburg. Sie haben in den letzten Tagen ein Interview gegeben, was gestern sehr viral in Altenburg gegangen ist, wieder sehr wertschätzend über uns, über den Verein, über das Team reden. Vielen Dank erstmal dafür. Wie viel Begeisterung steckt Ihnen, dass Sie auch mit so einer enormen Wertschätzung und mit so einem Elan, also wenn man Ihre Interviews hört, ist es ja immer gewaltig, weil Sie auch immer, was finde ich persönlich sehr gut, sagen, was Sie denken. Das gefällt vielleicht auch nicht allen, aber wie wichtig ist Ihnen dieser Umgang, ist Ihnen diese Ehrlichkeit, ist Ihnen diese konkrete Äußerung immer? Für mich hat Ehrlichkeit auch was mit Respekt zu tun. Ja. Und ich respektiere Vereine, die Zusammenhalt. Ich mag nach wie vor Werte. Ist ja in unserer Gesellschaft schwierig. Bei den Schwarz-Weiß-Denkern und bei diesen anonymen Leuten, die es immer besser wissen und die das Interview dann auch rhetorisch nochmal auseinandernehmen, sehe ich die Arbeit, ich sehe die Spiele und dann habe ich da großen Respekt vor. Das ist, da sieht man, dass unter der Woche gearbeitet wird. Die andere labern viel. Machen immer diesen Favoriten auf andere. Und da sehe ich weder Struktur, sehe ich weder noch Inhalte, sehe ich weder noch Menschliches. Und hier habe ich vor zwei Jahren Menschliches gesehen. Ich sehe das in dem Spiel, dass wenn die Spiele zu Emotionen sind, das finde ich auch gut. Und wenn so ein kleiner Verein in diesem Ballungsgebiet hier mit Leipzig und so dann auch in dieser Art so Fußball spielt, da bin ich jemand, der steht dafür ein und versucht das auch dementsprechend rüberzubringen. Ich habe für sowas großen Respekt und habe menschlich größere Anerkennung. Das habe ich grundsätzlich von jedem nur in dieser Liga, hat ein Problem, sie ist zu unehrlich, sie labert zu viel und sie sollte besser ehrlich bleiben und sollte dementsprechend auch die Werte des Fußballs und die Werte des Gesetzes einhalten. Ich habe ja vor zwei Jahren gesagt, mein Wunsch ist, dass ein Wurf in der Liga bleibt. Und dieser Wunsch ist heute nach noch mehr. Und das hat schon. Sascha, du bist ja mit einem Wurf jung, ne? Wie ist denn so ein Spielsaum gegen die Cottbus für dich so noch menschlich, emotional und alles drumherum? Also, als ich mal Trainer war, da war ich im Stadion und hab mir das angeguckt. Also, jetzt ehrlich, das ist. Vielleicht klingt es immer hochtrabend, wenn ich das so sage, aber meine
Opas, wenn die jetzt, also die mal gesagt haben, guck doch eben wieder Bayern Fan hoch, ne? Also du bist immer Bayern, du guck mal hier nach haben die mal gesagt, kann ich halt gar nicht erschlüpfen. Ne? Und da erinnere ich mich dann halt einfach dran, wenn die jetzt, also wenn die das sehen könnten. Also ohne Eigenlob, aber wie stolz die vielleicht auch auf mich hören. Das ist halt, weiß ja nicht, was wir hier schaffen oder auf uns alle werden, was dieses Team schafft oder was der Trainer gerade, wenn ich das so sagen darf, gerade gesagt hat, das ist Wahnsinn und ja, es macht einfach nur Spaß. Es ist harte Arbeit, ja. Ich glaube, es ist sehr harte Arbeit, weil wir gehen natürlich noch arbeiten, aber das ist immer noch eine andere Voraussetzung. Aber dich in so einem Stadion zu sehen, da freue ich mich auch aufs Rückspiel, ja. Also in so einem Stadion zu sehen, mit so vielen Fans, mit so viel Begeisterung, Freitagabend ist der Laden hier voll mit natürlichen Jakobus-Fans, logisch, aber das ist wahnsinnig phänomenal, einzigartig und ich weiß nicht, ob man so viele tolle Sachen nochmal, wie oft man die erlebt. Deswegen lebe ich da den Moment mit und bin jetzt verärgert, dass wir keinen Punkt geholt haben, aber es ist auch mit unterm Strich verdient. Und wir gucken nach vorne, machen weiter ehrliche Arbeit, harte Arbeit und dann holen wir uns die Punkte vielleicht im nächsten Auswärtsspiel. Genau. Ich habe da auch Sympathie. Ich glaube, ich bin ein Schiebling auf einer Schule, der beiden Jungs gute Besserung.